Es gibt Momente, da bin ich müde vom Leben. Ich habe dann einfach die Nase voll. Ich bin müde von diesem Stress, ich bin müde von der Dunja, ich bin müde von diesem Druck, ich bin müde von den Sünden. Ich mache Sünden und wenn ich sie gemacht habe, denke ich mir, ich ekel mich vor mir selber. Wallah. Ich mache Sünden und ich ekel mich vor mir selber und denke mir, warum hast du das überhaupt gemacht? Wieso hast du das gemacht? Weil, wenn man noch weiß, es ist schlecht, was man tut, und man macht es trotzdem, ist es noch ekelhafter. Und das Problem ist nicht nur, dass ich weiß, dass es schlecht ist, was ich tue, sondern ich habe es jedes Mal bereut und ich mache es nochmal. Da fühle ich mich noch schlechter und ich bin einfach müde davon. Und genauso gingen die Menschen zu Omar, als er Khalif war. Und sie sagten zu ihm, ja, Amir al-Mu'minin, was ist mit der Person, die die Sünde macht und dann bereut? Dann macht er wieder diese Sünde und dann bereut er wieder. Und dann macht er sie aber nochmal und dann bereut er wieder. Und dann macht er sie wieder. Was ist mit denen? Weil bei mir, dann kommt der Shaitan und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Shaitan fließt durch eure Blutadern, durch euren Körper. Der sitzt auf dein Herz. In einem Hadith, er sitzt auf dein Herz. Und dann flüstert er mir ein, du Heuchler, wen versuchst du zu betrügen? Allah? Oder machst du es für die Menschen? Draußen Halal, zu Hause Haram. Draußen Abu Bakr, zu Hause Abu Jahl. Diese Gedanken hat jeder von uns. Aber wisst ihr, was Amir al-Mu'minin Umar radiallahu anhu gesagt hat zu dieser Person, die gefragt hat? Der sündigt und bereut und sündigt und bereut und wieder sündigt und wieder bereut und wieder denselben Fehler macht und wieder bereut. Er sagte, das ist ein Mu'min. Das ist die Eigenschaft von einem Mu'min, von einem Gläubigen. Denn egal was ist, er lässt nicht von Allah los. Und wallah, ich will niemals von Allah loslassen. Ich will von den Sünden loslassen. Aber niemals von Allah loslassen. Genau das will ich dir mitgeben. Egal wie kaputt du bist, mein Bruder. Egal was für Sünden du getan hast, mein Bruder. Egal was für Weswasa du hast. Und er sagte, du bist ein Heuchler, du wirst in Jahannam brennen. Unser Herr ist Allah. Unser Rabb ist Allah. Er ist der Barmherzigste der Barmherzigen. Er ist der, wie Allah sagt im Koran, وَمَنْ يَغْفِرُ ذُنُوبَ إِلَّا اللَّهِ. Und wer ist es, der die Sünden, der die Fehler vergibt, außer Allah? Als würde Allah sagen wollen mit dieser Aya, mein Diener, schau mal, egal wo du hingehst und egal mit wem du zu tun hast, sie werden dir ein schlechtes Gefühl geben für das, was du getan hast. Und so sind wir Menschen. Einmal, zweimal, beim dritten Mal kann ich dir nicht vergeben und vergessen erst recht nicht. Aber hier sagt Allah, وَمَنْ يَغْفِرُ ذُنُوبَ إِلَّا اللَّهِ. Und wer ist es? Wer kann es außer Allah, die Sünden der Menschen zu vergeben? Deswegen, mein Bruder, egal was passiert, du bist ein Muslim. La ilaha illallah gilt für dich erst recht. Oder gibt es kein La ilaha illallah, wenn man Sünden macht? Oder gibt es für dich kein La ilaha illallah mehr? Bruder, ich bin nicht anders wie du, ich bin nicht anders wie ihr. Ich habe es schon 10.000 Mal erwähnt. Ich bin nicht in Saudi-Arabien groß geworden. Ich bin auch nicht auf dem Mond groß geworden. Ich bin hier groß geworden. Und ich weiß, was das heißt, wenn man will, aber man nicht kann. Und diese Sünden immer wieder eine Backpfeife geben. Und man denkt sich, irgendwann mal reicht man und denkt, ich habe gar keinen Bock mehr auf gar nichts. Und dann wirst du depressiv und die Brust wird zu. Weil du entfernst dich dann immer mehr von Allah, weil der Shaitan das kommt. Wie Ibn Qayyim sagte, der beliebteste Muslim, Gläubige bei Iblis, beim Shaitan ist derjenige, der depressiv ist. Weil dann hat er am meisten Einfluss auf dich. Ich weiß, was das heißt, Bruder. Aber Wallahi, wenn du willst, die Sache ist, ob du willst, wenn du es willst, schaffst du es. Wenn du wirklich willst und sagst, ja Rabb, es reicht für mich. Ich möchte das nicht mehr. Nimm mich endlich an. Denn so gibt es eine Erzählung. Ein junger Mann, sehr, sehr gottesfürchtig. Seine jungen Jahre von klein auf nur für Allah, ein Abid. Er wird älter. Er bekommt die Dunya mit. Er muss arbeiten, er muss sich um Familie kümmern. Sünden über Sünden, Sünden über Sünden. Er vergisst Allah. Zeit vergeht. Erst fängt das mit einer kleinen Tat an, dann eine größere Tat, Gebete verlassen. Er hat nichts mehr mit der Religion, mit Allah zu tun. Im hohen Alter sieht er sich im Spiegel. Weiße Haare, Falten im Gesicht. Ist alleine zu Hause. Hebt seine Hände und spricht mit seinem Herrn und sagt, ja Allah, wirst du mich wieder annehmen? Wenn ich zurückkehre, nimmst du mich wieder an? Allah subhanahu wa ta'ala hat eine Stimme in seinem Haus sprechen lassen. Als du mit uns warst, waren wir mit dir. Als du gehen wolltest, haben wir dich gehen lassen. Und jetzt, wo du zurückkehren willst, nehmen wir dich mit offenen Armen wieder an. La ilaha illallah. Möge Allah uns gut und besser machen. Und möge Allah uns immer wieder annehmen, egal was wir machen. Amin. Assalamu alaikum.